nur einen halben Dukaten. Es lebte einmal ein reicher, aber geiziger Mann. Niemand wusste, wie viel Geld er hatte. Er selber wusste es vielleicht auch nicht, denn er hatte es gut versteckt und wollte nichts ausgeben. Eines Tages ging dieser Geizhals mit seinem Sohn auf den Markt. Als sie gerade nach Hause gehen wollten, zog ein Gewitter auf. Da der Markt auf dem anderen Ufer des Flusses war, mussten sie den Fluss überqueren. Der Wasserstand war vom Regen stark angestiegen. Der Geizhals wollte aber kein Geld dafür ausgeben, ans andere Ufer übergesetzt zu werden. Lieber wollte er mit seinem Sohn zu Fuß den Fluss überqueren. Der Junge war flinker als sein Vater, so überquerte er den Fluss geschickt bei einem niedrigeren Wasserstand. Aber sein Vater kam nur bis zur Mitte des Flusses, da wurde er von einer großen Welle fortgerissen. Der Junge erschrak sehr und machte sich auf die Suche nach jemandem, der ein Boot hatte, um das Leben seines Vaters zu retten. Der Vater wurde inzwischen von der Flut mitgerissen, aber er konnte auch jetzt nur noch ans Geld denken. Deshalb rief er seinem Sohn nach. »Pass auf, mein Sohn, gib ihm nur einen halben Dukaten, denn bis zur Mitte des Flusses bin ich zu Fuß gekommen.«